Neue Projekte, kreative Projekte. Ja, passend zur Tagesbotschaft. Ich habe mir erlaubt, heute gleich mal eine Karte so rausfallen zu lassen, damit das Video gleich mal auf den Punkt kommt. Ganzes Video, Lichtwegimpulse Atlantis, Clarissa M. Seite. Auf YouTube gerne liken, abonnieren, kommentieren und teilen. Da wäre ich sehr dankbar dafür. Und wir sind heute am 15.01.2023 in der Meisterzahl 77. Und deswegen drehe ich auch dieses Video, beziehungsweise kam gleich mal die Aufforderung, denn die Engel möchten dich auf deinen Seelenpfad und auf deinen Seelenplan führen. Und darum geht es jetzt, die Neuausrichtung, damit das Durchstarten ja auch wundervoll klappt. Ganzes Video, Lichtwegimpulse Atlantis, YouTube-Kanal, Clarissa M. Seite. Und weiter geht's mit der Message. Die Neuausrichtung, also ich kann nur, wenn alles neu gut ausgerichtet ist, auch wirklich perfekt durchstarten. Das ist wie bei der Rakete, da muss alles stimmen. Da muss das Gerüst stimmen, da müssen die Daten und die Fakten stimmen, da muss einfach die Rakete richtig ausgerichtet sein, damit sie auch in Richtung Himmel, wo auch immer ihr Ziel ist, dann auch durchstarten kann. Und so dürfen wir uns das vorstellen. Wir werden dementsprechend jetzt von den himmlischen Mächten, von dem Universum, gut abgeloadet mit der 77, damit sich die 7 Siegel in uns öffnen und dementsprechend auch dann, ja, ist es hier jetzt der Auftakt zum Neumond am 21.01. für mich im Steinbock, wobei dann viele vom Wassermann sprechen. Klar, wir gehen in den Februar hinein, wir sind jetzt dann auch im Wassermann-Zeichen drinnen. Astrologisch ausgerichtet sind wir aber im Steinbock. Und der Steinbock möchte sein Ziel erreichen, um den Sonnenaufgang zu sehen. So, und dadurch und somit brauchen wir auch dementsprechend diese perfekte Neuausrichtung in uns. Also, heute am 15., die ist dem Teufel zugeordnet im Tarot, dürfen wir nochmal gut erlösen und nochmal gut Altes abstreifen, damit es dann im Herzen, in der Herzöffnung, in der Quersumme 6 in die Neuausrichtung gehen kann. Und am 15.01. Quersumme 7, 2023 die 7. Also wir sind jetzt in dieser 7er Kraft bestens ausgerichtet dann für das 7er Jahr, um eben diese schöpferische Kraft, den schöpferischen Ausdruck in uns auch dementsprechend zu vollbringen, mit Leidenschaft, mit Neugierde, ja, und mit der Gewissheit, dass die Engel uns zur Seite stehen und über die Seele dementsprechend auf uns gut einwirken, damit dieser Ausdruck auch dementsprechend gut gelingt. Ich wünsche einen wundervollen Tag, lass dich gut anleiten mit guter Musik. Geh in den Schwung hinein der 7, dem Wagen zugeordnet im Tarot, und vollbringe einfach Meisterhaftes. Namaste und einen feinen Sonntag wünscht dir Claire. Namaste.